Die ist da so quasi unten in der Ecke steht die. Also hier so direkt an der Ecke. Oder halt noch ein bisschen weiter oben. Ja, wenn man da halt runterfällt. Das sind Zwerge und keine. Ich meine Elfen und keine Zwerge. Willkommen in der Stadt Destel. Hier ist die Kirche. Willkommen in unserer Kirche. Zwerge sind ziemlich fromm. Ich meine, sei vorsichtig, Gott segne dich. Jetzt war er ja noch kein Magier, oder kommt das da erst später hin oder war das woanders? Wir haben ja auch noch irgendwie so ein Buch. Wir haben hier so ein Zauberbuch, das kann man einfach so benutzen. Zauberbuch benutzt. Abracadabra. Dann braucht sich das auf. Und das dann passiert so gar nichts. Willkommen in unserer Kirche. Jetzt hat der hier so ein Zauberbuch. Das steht hier dann so. Vorsicht, mein Kind, das Buch ist voll von unberechenbaren Zaubersprüchen. Um Himmels Willen, das ist kein Spiel, das ist wirklich kein Spielzeug. Willst du es immer noch lesen? Ja. Gut, aber nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Ja, das ist einfach so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das macht. Das macht den Bildschirm rosa und wackelt komisch kurz. Macht einen lustigen Effekt. Ich weiß nicht, das sollte nicht, ob dadurch irgendwas anderes noch ausgelöst wird. Wir machen es einfach mal, weil es lustig aussieht und dann weiß jeder, was es macht. Ich will nicht mal nachlesen, was das Zauberbuch macht. Wunderschönes Buch, nicht wahr? Aber es ist nicht Flammenfänger. Deswegen halte ich es geheim. Aber es ist auf jeden Fall erst dann, nachdem er anscheinend sein eigenes Zauberbuch liest. Sei vorsichtig! Gott segne dich! So. Was gab es hier zu erledigen? Ich meine, hier kommen wir erst später runter, genau. Dieser Schacht ist vom Mr. Eingang zu der alten, von Monstern bewohnten Höhle. Ja, da kommen wir allerdings noch nicht rein. Also es sind doch alles Zwerge, auch wenn die Zwerge da diese komischen in den, das sind anscheinend nicht weibliche Zwerge, das sollen Brüste sein, obwohl sie mehr wie Elfen aussehen. Du kannst gerne bleiben, solange du willst, wenn du anständig bist. Das ist lustig. Man macht das folgendermaßen, um an die Truhe zu kommen. Er geht ab und zu zur Seite. Also stellt man sich hier oben hin und läuft die ganze Zeit gegen ihn gegen und hofft, dass er sich wegbewegt. Dann kann man sich in dem Augenblick dazwischen quetschen und kann sich die Lebensenergie grapschen. Ah, gute Wahl, das wird gern genommen. Ja, nehmen wir. Das wird 50 Tage, okay? Danke, vielen Dank. Wir möchten einfach nur Frieden leben. Ja, hier, nehmen wir das mal hier. 20 Taler pro Nacht, leg ich bitte auf den Tresen, wenn du bleiben willst. Billiger als ein Tal. 20 Taler für eine Übernachtung, okay? Ja. Vielen Dank, dann bin ich fertig. Ja, wir übernachten einmal und ich richte mein Mikro neu aus, dann hört ihr wieder ein lustiges Geraschel. Und wir kriegen einen tollen Übernachtungsjingle. Hast du gut geschlafen? Auf Wiedersehen! Ja, wir können auch mal hier oben reingucken. Ah, hier ist wieder hier Gaia. Gaia. Was für ein Zufall! Wie läuft's so? Naja, ich? Naja. Also nichts geschafft hier. Ist ja mal wieder typisch. Alles macht man selber. Mach's gut. So, was hast du zu sagen? Mein Blumenbeet ist ganz zertrampelt. Ich habe sie bloß gesucht. Was haben sie bloß gesucht? Ich glaube nicht, dass sie etwas Bestimmtes gesucht haben. Na doch, da glaubt man dran. Mein Haus wurde von Soldaten geplündert. Tja. Darf ich auch plündern? Das zu sagen. Ich kann den Menschen nicht mehr vertrauen. Dass ich ein Elf bin. Ah, naja. Das heißt gut. Riesige Soldaten drangen in mein Haus ein und wollten das Juwel haben. Was meinten die überhaupt? Ich hab's nicht. Ich hab nichts als Blumensamen. Ja, er kann alles vollsamen. Tritt ein in. Tritt ein in freundliches. In freundliches Laden. Ach, du heißt freundlich. Die Lebensenergie kostet 600. Also viel haben wir nicht mehr. Behalt den Schrott. Hier was? Nein, schade. Diesen Band, da können wir drauf rumhüpfen. Ja, hier ist eher weniger noch. Ach, wir nehmen das Eke noch mit, falls uns gerade so angrenzt. Danke.
wie wir auch immer das reinpacken können, ist mir auch egal. So, dann gehen wir hier in das Haus vom Bürgermeister und ist es das? Nein, das ist irgendwie so ein alter Mann. Ich mag die Hektik in den großen Städten nicht. Deswegen lebe ich hier ganz ruhig mit den Zwergen. Ich glaube, dass die Menschen alle böse sind. Ja. Das glauben wir mal für dich mit. Nein, nicht wieder da rein. Aha. Okay, was machen wir? Wir gehen hier lang, hier rüber, und hier ist dann das Haus vom Bürgermeister. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Ungehobeltes gesehen. Ja, sie redet vermutlich auch von den lustigen Menschen. Warum sind die Menschen nur so schlecht zueinander? Die kamen aus dem Nichts und trampelten meine Blumenbeete nieder. Wenn sie das Juwel gesucht hätten, hätten sie mich fragen sollen. Juwel, jemand der Mikato heißt, hat es gefunden und mitgenommen. Warum wäre er so ein wertloses Ding? Blumen sind viel hübscher und sie duften auch noch gut. Ja, das schimpft dich, Zwerg. Dabei sind die Elfen doch, die Baumstreicheln, den Blumenzüchter. Aber was soll's. Hier ist es halt anders. Ja, hier oben liegt auch nochmal so ein Ring. Hier, Ring, Ring, Ring. Den wollen wir auch gern haben. Okay, von hier aus nicht. Da müssen wir woanders hoch. Ah ja, hier. Dann gibt's erstmal wieder Ring, Ring, Ring. Ringel, Ding, Ding. Marsstein gefunden. Marsstein. Ja, ich weiß nicht, was der macht. Er gibt auf jeden Fall nicht mehr Aufladung und Schwertaufladung ist am besten. So, der Saturnring, der ist top. So. Ein Tricksprung. Ja, beim ersten Mal. Nochmal Lebensenergie. So, das wär's. Dann hier hinten ist, glaube ich, jetzt noch so ein Baum. Genau, einen lustigen Baum. Der noch nicht aktiviert ist. Warum? Ah ja, und hier sind wir jetzt oben an der Küste. Und der Herr sitzt auf einem Stuhl. Oh, Neos! Du lebst noch? Schade! Aber das war's dann. Du kannst mir nicht mehr folgen. Während du noch vor Ärger auf dem Boden auftrampelst. Aufstrampelst? Komische Wortwahl. Hab ich das letzte Juwel schon? Hahaha, bis dann jetzt. Ich bin immer ein Schritt voraus. Ja. Gucken wir mal, wohin sie geht. Wenn wir geguckt haben, wohin sie geht, dann ich glaube, hier kann man irgendwie unten durch. Nein, noch nicht. Kann man doch irgendwie rein. Genau, so. Lebensenergie. Ja, damit sind wir aber jetzt noch nicht bei der letzten Truhe, weil die steht hier. Da ist nochmal ein schönes Dahl drin, ne? Das sind wir auch schon fast bei 50. Na, 50 ist eigentlich nicht genug. Aber ausreichend. So. Hier kommen wir jetzt fröhlich nach oben. Und dann sieht man nochmal was. So. Ja, so. Und so. Ja, jetzt, da geht der Herzog. Oh, er sitzt gar nicht mehr auf seinem tollen Stuhl. Hahaha, der Ausblick von da oben aus Tauwagen. Was? Kannst du mich hören? Soll ich lauter reden? Hahaha, bis bald. Toll, jetzt habe ich gehustet. Das ist die ganze Aufnahme hin. Mistkerl! Nils, lass uns runterlaufen und versuchen ihm zu folgen. Ja, dann gucken wir, ob wir selbst vielleicht irgendwo noch einen Kurs bekommen. Vielleicht kriegen wir ja... Na, das ich noch im Floß. Jetzt geh nicht auch noch. Ja, die Aufnahme ist nicht geschehen. Naja. Ich entschuldige mich für meinen Husten und meinen Gähnen. Mehr kann ich nicht machen. So deprimierend das auch ist. Kannst du versuchen raus? Nein. Das wird komisch. Gibt's hier was?
Anscheinend nicht so. Na gut, es gibt mehr Hütter.